Also der Uri wurde im Bus vergessen, dann ist er ganz viel rumgefahren und der hat immer vorne auf dem Beifahrersitz gesessen und irgendwann wurde der halt gefunden. Jeden Tag passt jemand anders von euch auf den Umi auf, ne? Oder wie macht ihr das? Jedes Wochenende darf einer den Umi mitnehmen oder andere Kuscheltiere, die wir noch haben, die darf er dann übers Wochenende mitnehmen. Wann habt ihr das denn gemerkt, dass er weg war? Als der Dia den nicht mehr wieder zurückgebracht hat. Und heute fahrt ihr eine ganz besondere Busfahrt. Wisst ihr, was heute auf euch zukommt oder ist das Überraschung? Das ist Überraschung. War ein bisschen dramatisch, weil er wurde ja tatsächlich von einem Jungen verloren und der hatte sich nicht getraut zu offenbaren. Und dann sagte die Klassenlehrerin wohl irgendwann nach dem dritten Tag, du hör mal, weil der wird immer übers Wochenende abgegeben, wo ist denn der Umi? Ja, und dann hat er wohl rumgedruckst, ja, ich habe den vergessen und der ist noch zu Hause. Ja, und nach dem dritten Tag ist er dann wohl entdeckt worden in der Presse und dann nahm das seinen Lauf. Wir sind dann zur Schule hin und die haben dann natürlich gefeiert. Ich habe den Umi dann mitgebracht und da sind dann natürlich alle aufgesprungen. Und der ist ja schon seit mehreren Generationen in dieser Schule das Klassenmaskottchen. Und Kinder waren begeistert. Ich war natürlich auch begeistert, dass er so ein Happy End nimmt nach knapp einer Woche. Also der war ja eine Woche mit auf dem Fahrzeug. Ne? Ja, wir sind heute jetzt dann nach dem Betriebshof Herten, unser Hauptsitz, gefahren, wo dann hier diese Busschule stattfindet. Und da wird ihnen dann halt eben nochmal gezeigt in den Anlässen, wie man sich im Fahrzeug zu verhalten hat, um sicher von A nach B zu kommen, weil vieles ist ihnen da gar nicht bewusst. Ja, und dann machen die halt eben die Busschule und ich habe ja mehr oder weniger so ein Eis versprochen. Damals hat dann unsere Firma in der Pflicht genommen und das wird hoffentlich heute eingelöst. Na, passt ja auch, ist aber ein Eisbär, ne? Genau, der Eisbär zum Eis und vielleicht zum Eisbär-Ticket. Man weiß es nicht. Ein Dankeschön von der Klasse 1a. Aber ihr habt mir doch damals schon was geschenkt. Ihr sollt mir doch nicht immer was schenken. Was haben wir denn da drin? Moment, warum ist der denn so schwer? Weil das ein was? Türhalter ist. Das ist ein, ach so, ich dachte schon da. Ein Türhalter ist das. Ach, damit die Tür nicht zuknallt? Ja. Ja, cool, danke schön. Oh,